Und zugeschaltet ist mir der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler, unter anderem zuständig für Energiepolitik. Herzlich willkommen, hallo. Grüße Sie, hallo. Herr Köhler, also Christian Lindner hat einen schnellen Einstieg ins Fracking, einmal mehr, muss man sagen, zur Erdgasförderung hier in Deutschland gefordert. Aber SPD und Grüne weisen das zurück. Wie ist Ihre Einstellung zum Fracking und zu den Vor- und Nachteilen? Ich glaube, dadurch, dass wir sicher sind und sicher sein können, dass wir nie wieder so mit Gas versorgt werden, wie wir es bisher wurden, muss diese Debatte neu aufgestellt werden. Bisher war es so, dass Russland sicher große Mengen an Pipeline-Gas an uns geliefert hat. Das hat riesige Probleme verursacht, unter anderem die Abhängigkeit von Russland. Aber es war immer klar, wir können uns komplett mit Gas versorgen, ohne auf aktuelles Fracking-Gas zurückzugreifen. Diese Diskussion hat sich aber jetzt verändert. Wir haben jetzt die LNG-Terminals und das heißt, wir importieren Fracking-Gas so oder so. Und ich finde, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Debatte in der Öffentlichkeit führen, dass diese Debatte breit geführt wird. Und natürlich hat eine heimische Erdgasförderung eine Menge Vorteile. Wir werden Gas bis in die 30er Jahre brauchen, das ist absolut sicher. Und dann müssen wir uns die Frage stellen und ehrlich darüber reden, woher kommt dieses Gas? Kommt das, ist das Fracking-Gas aus den USA oder aus einem Land wie Saudi-Arabien oder kommt es von uns? Geht es aber eben auch um die Förderung bei uns. Und es klingt, was Sie sagen, so ein bisschen so nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Das Umweltministerium zumindest sagt, Fracking-Gas sei klimaschädlich, seine Förderung schadet der Umwelt und es stehe für Bohrlöcher, Folgerisiken für Trinkwasser. Erdbebengefahren werden da genannt, auch Klimafolgeschäden. Klar, die Diskussion hat sich verändert, aber das kann man doch in der Diskussion nicht beiseite lassen. Also die Technik ist ja eine ganz andere als die alte Technik, die wir mal diskutiert haben. Die Fracking-Kommission hat ja jetzt einen Bericht vorgelegt und ich bin sehr dafür, dass wir den als ersten Schritt jetzt mal im Bundestag diskutieren und einfach mal im Bundestag auch, und das ist ja der Ort für eine solche Debatte, wirklich mal in die Tiefen und in die Details gehen, was bedeuten eigentlich die neuen Technologien? Das heißt also Erdbebengefahren, andere Fragen, die da schon längst ausgeschlossen sind und die, glaube ich, jetzt auch heute ganz anders beantwortet werden als noch vor ein paar Jahren. Aber das Umweltministerium kann ja nicht verneinen, dass wir jetzt schon Fracking-Gas nutzen werden. Und das ist ja sicher. Es ist ja klar, dass wir von jetzt an und sobald die FSRUs laufen, auch in Deutschland importiertes Fracking-Gas nutzen. Und deswegen ist nicht die Frage, nehmen wir Fracking-Gas ja oder nein, sondern woher kommt das Fracking-Gas? Und ich finde, wir haben in Deutschland enorm gute Umweltstandards. Wir wissen sehr genau, was wir tun. Wir sind extrem gut in der Technik und in dem Nutzen von Technik. Und deswegen darf man, finde ich, nicht einfach die Debatte von der Hand weisen und wegschieben und sagen, naja, wir nehmen zwar Fracking-Gas aus den USA, aber wir nutzen es selber nicht. Die Debatten auch heute im Kanzleramt finden ja alle unter hohem Zeitdruck statt, auch für die Bundesregierung. Wie tauglich ist denn Fracking, um da jetzt tatsächlich kurzfristig die Energie oder die Gasversorgung sicherzustellen? Das dauert ja dann, selbst wenn man sich einigen könnte, unter welchen Umständen Fracking möglich wäre, das dauert ja eigentlich Jahre, bis es nutzbar ist, oder? Also es gibt ja mehrere unterschiedliche Gasvorkommen in Deutschland. Es gibt einmal ganz konventionelles Gas, das wir jetzt auch schon fördern könnten. Und ich mir sicher bin, dass wenn man da auch den politischen Willen zu zeigt, dass wir das auch jetzt sehr, sehr zeitnah tun können und werden. Und dann gibt es die Diskussion um unkonventionelles Fracking, also das, was man so im klassischen Volksmund eben als Fracking bezeichnet. Und das werden Sie sicherlich nicht in diesem Winter nutzen können. Das ist klar, das ist keine Debatte, die Sie diesen Winter führen können. Wir haben diesen Winter allerdings und wenn wir das aktuell uns die Situation angucken, sehen wir ja, wie groß die Speicher gefüllt sind oder wie weit sie sind, nämlich bei 98%, müssen wir über diesen Winter nicht mehr so intensiv diskutieren. Wir schaffen das. Aber natürlich fängt die Debatte jetzt an, was passiert 23, 24 und was passiert 24, 25. Und Sie können, je nachdem, wie Sie die Überprüfungen machen und wie schnell Sie sozusagen in den Bau der Anlagen einsteigen können, können Sie innerhalb von einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren dafür sorgen, dass Sie in Deutschland Fracking-Gas zur Verfügung haben. Zumindest ist das, was ich so aus den Gesprächen und von den Expertinnen und Experten bisher gehört habe. Und das würde natürlich dafür sorgen, dass wir dann Mitte der 20er Jahre auch eine heimische Erdgasförderung in signifikantem Ausmaß haben. Wenn es denn dazu kommt, Sie müssen ja nicht nur die Bevölkerung überzeugen, sondern dann eben auch die Koalitionspartner SPD und Grüne, ist da ein neuer Streit programmiert, denn die positionieren sich derzeit jedenfalls ganz klar gegen Fracking in Deutschland. Ich glaube, wir können nicht verneinen, dass es in Deutschland eine Debatte um Fracking gibt. Also einfach zu sagen, wir reden da nicht drüber, das wird nicht klappen. Und das ist auch in einer Demokratie der falsche Weg.
Wir müssen natürlich darüber debattieren, was wir dafür tun, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Und auch da, und da muss man auch ganz ehrlich sein, auch als FDP, die eigene Erdgasförderung wird nicht dafür ausreichen, die gesamte Energieversorgung in Deutschland in den nächsten 15 Jahren, bis wir vollständig auf Erneuerbare setzen können, wird das nicht komplett lösen, das Problem. Aber sie ist ein wichtiger Teil und sie ist ein wichtiger Teil auch der Debatte. Und deswegen würde ich da nicht von Streit sprechen, sondern von dem, was man sinnvollerweise in einer Regierung tut, nämlich das Ringen um die beste Lösung. Und das werden sowohl das Parlament als auch die Regierung in den nächsten Wochen und Monaten tun müssen. Und ich glaube, am besten auf Grundlage von sachlichen Argumenten. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, unter anderem die Fracking-Gas-Kommission.